So, da sind wir wieder zurück. Ich liege hier immer noch auf dem Boden. Der Splash hat mich gerade derbe überrascht hier. Ich dachte, ich höre Schritte und... Achso, du bist schon wieder raus aus dem Haus. Ich habe auf jeden Fall immer noch nicht so die optimalsten Frames hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich auch nicht. 23, 24, 22. Ich bin links von dir. Oh, und wir sind hier ja... Ja. Anfang Elektro, ja. Auf jeden Fall PvP-Gebiet, wie wir gerade gemerkt haben. Ja, Spacken, ey. Ich muss mal eben meine Grafik ein bisschen runterstellen hier. Noch runterer. Ja. Der Schatten muss ich auf jeden Fall ein bisschen anlassen. Ja, das ist voll der Sprung, ne? Ja. Von aus zu sehr niedrig. Also geht's. Nee, scheiße, ey. Das ist doch kacke. Konfigurieren, Video, Texturen, hier, das könnte man nochmal auf niedrig machen. Oh ne, jetzt muss er neu laden. Ach komm, dann machen wir direkt auf sehr niedrig und das hier auch auf sehr niedrig schließen. Ja, jetzt lädt's wieder, tut mir leid, ist alles super gut vorbereitet. Aber wie gesagt, Daisy bereitet einen nicht vor, Daisy schmeißt einen einfach so ins riesige Areal, wovon wir immer nur noch die Küste gesehen haben. Ah, nice. Boah, bloß noch eine M4. Oder aber ich war jetzt 0 von 60, da werden hier wohl. Ist da nichts drin oder was? Oh, jetzt sieht es zwar mega hässlich aus, aber dafür ist es flüssig. Oh, es sieht mega hässlich aus. Oh nein, ist das hässlich. Na egal, wir lassen das erstmal so. Ich werde für die nächsten Aufnahmen vielleicht versuchen, meine Elgato besser an den Start zu kriegen hier. Na komm, Zaun. Ich sehe nicht mal einen Zaun. Oh. Spieler? Ja. Hi. Seid ihr in dem roten Haus? Ich bin in dem roten Haus, glaube ich, drin, in dem großen. Oh ja, der ist ja gerade rausgerannt, hab ich nicht gesehen. Echt? Ist der rausgerannt? Nee. Der ist rausgerannt. Baseballschläger und Mütze. Genau. Der hat Angst vor mir gehabt. Komm hoch, der hat Angst vor mir gehabt. Der ist gerade am Brunnen und trinkt was, ich beobachte ihn mal ein bisschen. Okay, mach das. Oh, sieht das hässlich aus. Geil, ich hab eine fette Jacke gefunden. Eine fette Jacke? Ja, ey, der hat Angst vor mir gehabt, weil ich... So böse aussah, weil du eine Frau bist. Hier, 55 von 60, da ist doch was drin. Können die Muni packen hier wieder weg. Ich glaube, der kommt wieder ins Haus, ich komme nach oben. Ja. Bandagen habe ich gefunden. Ich kann mich nicht wehren, ey, wenn der auch gleich auf mich draufklappt. Ich weiß nicht, ob der ins Haus kommt. Der hat einen Baseballschläger auf jeden Fall. Ja, der kommt ins Haus. Ich habe eine Säge. Ich verstecke mich in dem ersten Raum rechts. Wenn der reinkommt, ich säge ihn um, ich schwöre. Ja, soll ich den Hammer wechseln? Da ist er. Go away. Go away. Go. Go. Er rennt weg. Sehr gut. Er ist rausgerannt. Sehr gut. Ich hätte den Houdini gemacht, auf jeden Fall. Ich hätte den voll zersägt. So, was war mit Loot und so? Hier liegt eine Hose. Ja, muss mal gucken, ob da jetzt was bei ist für dich. Ah, grüne Regenjacke, ja. Dann habe ich noch Zeug. Ah, mit Munition. Willst du die Regenjacke haben oder was? Brauchst du die noch? Nee, das ist meine alte, die kannst du haben. Was ist mit der Munition? Was für Muni? Ach, nimm einfach mit, das kann ich eher. Kannst du davon denn eine einstecken vielleicht? Dann lege ich die hin. Ja. Dann, zwei Plätze. Teile ich mir noch ein paar Rex. Kombiniere die Rex hier. Was ist das denn? Achso, diese Munition, die sind, glaube ich, leer, die Dinger. Weil da 0 von 60 und ich habe eine jetzt drin, das steht 55 von 60. Okay. Ja, die 0 von 60. Achso, die liegt hier. Ja, okay. Ja. Aber die nehme ich trotzdem mal mit, obwohl die ist ruiniert. Ah, ich habe Muni für meine Waffe, glaube ich. Dann nehme ich eher die. Ja, ich habe Muni. Nice. 6 Schuss. Gut. Saline Bag 4, Alter. Ist das Blut? Keine Ahnung, was das ist. Ich hab aber auch einen davon. Steril Bag Entaining Isotail Saline 0,9%. Was ist das denn? Achso, Isotonic. Isotonic Saline. Nochmal. Lösung oder so. Ja, das kann gut sein. Mach meine Grafik auch schneller, was niedriger. Boah, ist das fressend alles hier, ey. Ich hab schon alles auf niedrig.
Already contains everything needed to admire oder ne, administer Saline Transfusion. Ja, gute Frage, was jetzt Saline ist. Was ist das denn? Alkohol-Tincture? Eine Alkohol-Tinktur, Alter. Ja, habe ich auch. Home-proven genau. Alcohol-based Tincture of natural essential oils. Kann man das trinken? Ja, kann man trinken. Oder die Wunde damit reinigen, alles klar. Can be used for disinfection or scratches and wounds or for refreshing bath. Also kann man auch für ein erfrischendes Bad benutzen. Sehr gut. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen Platz mehr. Ich würde das gerne mitnehmen. Dann nimm den Alkohol nochmal mit. Da, die Flasche steht hier so rum. Ach nee, ich hab, was packe ich denn dafür weg? Ah, hier oben. Was liegt denn hier oben noch? Nicht da, was? Mhm. Oh, was ist das denn? Mal eben irgendwie drankommen. Ach. Geht das wieder los? Yep. Ich komm dran, blaue Jeans sind das nur. Ach so. Ach, schade. Kann man die nicht auch in Turex teilen? Nee, kann man nicht. Ja, ich bräuchte ein bisschen mehr Stauraum auf jeden Fall. Ja. Huch, wie du mich wegschiebst. Hier geht nix. Ich glaube, ich muss meine Grafik auf ganz niedrig stellen, ey. Hab ich gerade gemacht und ich habe trotzdem noch Kackframes, wenn ich hier rausgehe. Ich überlege gerade schon die Auflösung runterzustellen, aber das kann nicht sein. Ich guck nochmal eben ganz schnell hier nach. Nee, das war schlecht hier reinzugehen. Texturen ist alles sehr niedrig. Was mit dem Grafikspeicher? Stellt man den auf normal oder auf Maximum? Ich meine, man sieht ja eh nicht, was hier ausgewählt wird, aber das ist auf jeden Fall Maximum. Weiß nicht. Das müsste doch eigentlich voll sein, aber da war doch in der Arma 2 war das doch auch. Wenn das auf normal steht, war das irgendwie besser oder so. Ich probiere das jetzt einfach, auch wenn das jetzt wieder ein bisschen dauert. Ah. Und mir fallen auch echt schon die Ausreden ein, um mich hier rechtzufertigen, dass man immer nur den Ladebildschirm sieht von DayZ. Oh, was ist denn jetzt los? Ja, jetzt scheint es besser zu gehen. Ja? Ja. Ich habe dann auf der zweite von unten gestellt. Jetzt scheint es auf jeden besser zu gehen. Wo musste man das denn nochmal machen? Qualität, in den Videoeinstellungen und dann unter Render, glaube ich, oder? Nee, unter dem anderen, was da noch übrig ist. Ach da, das zweite, ne? Zweite von unten. Oh ja, ich auch. Jetzt mal gucken. Das ist bei mir aber gleich. Okay. Okay, nehme ich mal ganz oben das. Das zweite von unten, hast du richtig verstanden, ne? Das zweite von unten? Ja. So. Ich wiederhole mich nur ungern. Yeah, ich habe einen dicken Hut gefunden. Der ist immer noch gleich bei mir. Egal. Wie heißt die? Wo bist du denn jetzt? Cap? Ein Haus weiter. Ich habe eine Radarmütze gefunden, ja, warum nicht? Ein Haus weiter, hier sind. Ja, was ist denn ein Haus weiter hier? Eigentlich bin ich eins rausgegangen und danach rechts, das nächste rote. Ah ja, das nächste rote. Weapon Cleaning Kit habe ich auch. Ich bin oben. Ja. Dann bist du in einem anderen Haus. Habe ich gerade verpeilt, wo ich reingegangen bin. Gut möglich. Hier bin ich, hinter dir. Kuckuck. Da. Doch grün. Na, herzlichen Glückwunsch. Farbenblind sind wir auch noch. Ja, hier liegt eigentlich nur noch ein Cleaning Kit drin. Ja. Dann geh ich mal hier in das rote Haus. Boah, und ich hab schon wieder nur 25 Frames, das gibt's doch jetzt nicht. Ja, ich hab auch 24. Ich bin gerade rausgegangen, da hatte ich 30. Was ist das, Krankenhaus? Ne, ja, Mann. Da müssen wir auf jeden Fall noch rein. Da ist die Schule oder was, ne? Ja. Was geht bei dir so, Jepp? Zombies hauen und klicken. Ach, Mann, ey. Ich glaube, ich schmeiß mal eben meine Säge weg. Ich brauch Platz. Alter. Ich hab mal eine. Den Hammer schmeiß ich auch mal weg. Was sind hier cool. Ne, den behalte ich nochmal. Der Jepp, der stirbt, der Jepp, der stirbt einen qualvollen Tod. Noch nicht. Und die Straße färbt sich gelb. Rot. Achso.
Oh. Roboter, Roboter. Minus Holzfällerhemd. Oh, und Klamotten. Hier hat sich einer nackig gemacht. Nice. Bandagen komplette, liegen hier, glaube ich. Komplette Ausrüstung, ja. Ich crafte mir gerade noch welche hier. Zack. Kling, kling. Oh, hier liegt sonst auch noch Alter, Schuhe und Black Jeans. Hier liegt voll viel Muni. Tama Hunter Pants, hier, eine Vierplatzhose. Aber die kann ich auch brauchen. Haha, ich zieh sie mir an. Und eine Water Bottle. Oh, ich hab keinen Platz mehr! Hier liegt noch eine Jacke, eine Sechsplatzjacke. Ich hab ja schon so einen Regencoach. Ach, hier ist eine Weste oder was? Und Hosen liegen hier noch. Eine Weste liegt hier. UK Assault West. Nice. Die zieh ich mir jetzt einfach mal an. Eine Hose mit sechs Platz auch noch. Ein Canteen, eine alte Flasche aus DZ. Die habe ich auch, diese Canteen. Und ein Buoys Damage. A simple backup iron slides for the M4. Achso. So ein Anbauteil für die M4. Ja. Da liegt noch eine Hose mit sechs Platz, ne? Nice. Neben dem Bett. Oh, und Zucker, ne, Reis habe ich auch nochmal gefunden. 60% voll. Boah, was liegt denn hier rum alles? Hose auf jeden Fall anziehen. Ne, die hat nur vier. Achso, das ist die andere, ist die falsche. Alles klar. Da ist noch eine auf jeden Fall. Denn hier ist ja ganz klein. Munition. Das ist die Jacke. Ach, diese ACP-Rounds für den Revolver. Summer Hunter Pants. Voll viele davon. Krass, bin ich schon wieder fast voll. Warum liegt denn jetzt trotzdem noch so viel? Das sind doch eigentlich nur die Green Pants, oder? Ne, da liegt das noch rum. Green Raincoat, habe ich den jetzt ausgezogen? Kann ich den nicht wieder anziehen? Ja, ist klar. Was geht, was geht, was geht? Auf jetzt Landinnere. Ins Landinnere und versuche. Ach, die Pistole liegt hier, hast du da gesehen? Techno zu kommen, oder? Mit 13 Schuss? Nee. Hier. Unterm Bett? Jo. Ne, für nix. Immer mit. Ja. So, wo tue ich die denn jetzt hin? Direkt in die Hand, oder? Geht das? Muss ich mal eben meine Dings, meine Säge raustun. Ach, unten kann ich die hinpacken einfach. Ja, ja. Das ist ja gut. Und wo müsste ich dann die Munition hin? Da kommt einer, da kommt einer. Oh. Hier im Eingang. Ja. Go away. Da rennt er wieder weg. Nice. Ah, jetzt nicht. Typ. Ich bin so voll, ey. Wieder der gleiche Typ gewesen mit dem Motorrad, mit dem Grün. Bin ich jetzt blöd? Ich konnte nur einfach immer alles in. Ich bin komplett blöd jetzt, glaube ich. Was machst du denn? Ja, ich krieg die Sachen nicht hier aus meinem Dings. Hexer. Einmal hier rein, bitte. Wahrscheinlich, weil ich voll bin. Kommt das mal weg. Nimm dir auf jeden Fall die Pistole mit. Ja. Da sollte ich vielleicht erst dran denken. Alles leer hier, ey. Oh, jetzt habe ich sie, glaube ich, weggeschmissen. Hallo zu? Ich bin der Profi. Ich habe sie, glaube ich, weggeschmissen. Was denn? Die Pistole. Liegt hier. Immer noch, da wo sie vorhin lag. Alles klar. Das kann eigentlich nicht. Kannst du die auch anvisieren? Wieso? Ich kann sie auf jeden Fall aufnehmen, ja. Dann mach das mal. Aber die Muni ist weg. Nee, die ist hier. So, ich muss doch, muss ich Platz haben für die Vierfach der Pistole, ne? Für die vier Fächer. Muss ich doch Platz für haben, ne? Nur wahrscheinlich, mal ja. Richtig zu. Kannst du dich einfach in die Hand nehmen? Nee, irgendwie bin ich gerade echt bescheuert. Vielleicht, weil ich noch im D-Modus drin bin. Da ist sie, alles klar. Ich kann ihn nirgendwo hinziehen, dass es grün wird. Wahrscheinlich, weil ich voll bin. So, was lege ich denn dann ab? Kann ich die Reise nicht zusammen machen? Du kannst mir auch noch was geben. Ja, hier, dann nimm mal den Reis. Ich hab drei Platz. Reis und das kannst du dann nehmen. Ja. So, dann kommst du hier hin, dann kommt das hier hin. Dann habe ich die Säge und die Pistole. So, und dann kann das hier. Alles klar! Ach ne. Bam! Und ich kann sogar nachladen. Sauber. Ich sehe aber gar nicht, wie viel Schuss ich habe. Oben rechts? Nee. Ach nee, ich sehe das auch nicht.
Achso, das sieht man unten dann. Alles klar, aber ich habe auf jeden Fall Munition drin. Sehr gut. Und ich sehe gefährlich aus. Jetzt kommt Social Experiment. Wenn wir jetzt auf Spieler treffen, werden wir sie auch erschießen oder sind wir freundlicher und besser als die Arschlöcher, die Jepp getötet haben? Hast du dich gehört, links? Doch, ich sehe ihn. Nee, ich sehe einen Stein. Ach, links! Ja. Aber ist nix. Okay. Okay. Und falls du den Typ mit dem Motorradhelm siehst, sag einfach Go away! Ja. Dann wieder ab. Zweimal schon. Das ist ein Running Gag. Ja, was machen wir? Sollen wir Timo wieder entgegengehen? Gefährlich hier, ne? Ja. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Muni eigentlich. Ich meine, wir könnten eigentlich auch eben ins Krankenhaus, aber das ist echt eine riskante Nummer, glaube ich. Ja, ich glaube auch, aber ich habe auch gar keinen Platz. Ich wüsste jetzt gleich, was soll ich denn alles wegschmeißen? Auch wieder wahr. Es sind nur ein paar Meter. Ja, dann lass doch mal irgendwie ein Haus unsicher machen. Da ist er, der Typ. Ist das der gleiche? Ja. Ne, ist ein anderer. Angst. Hauptsache, ich stehe erstmal auf, ich Trottel. Ja, ich hätte gerne einen Rucksack. Irgendwo was sein, zu essen, zu trinken, nix. Der zielt? Zielt der? Der hat keine. Doch, der hat eine Waffe. Der zielt. We're friendly. Go away. Ja, er geht. Naja, er geht nicht. Ja, guck noch, ist skeptisch. Go or, go, I will shoot. Er kommt. Schieße. Go. Ich glaube, hinter mir ist auch einer, kann das sein? Wir stehen ja auch echt beschissen. Hier ist aber keiner. Headshot in 3, 2, 1. Okay, you are lucky. Wo ist er denn? Da. Rennt. Ich hab ein Bloodtest-Kit. No Muni, sagt er. Okay, Clemens, alles cool. No Muni, hat er gesagt. Steht im Chat. Ach so. Okay, Clemens. Ja. Ja, ich will irgendwie nirgendwo in die freie Fläche gehen. Ich hab voll Schiss hier überall. Ja, auf jeden Fall. Hinter der Mauer ist eigentlich ganz cool, aber gerade da mit dem Zaun, da standen wir schon wieder voll beschissen. War schon mal so, cool, dass wir zu zweit sind. Ja, Mann. Ich würde sehr gerne in die Schule, Mann. Nicht wahr, Jepp? Was hast du dazu? Oh, ich bin am Starven hier. Ich muss mal irgendwas essen. Ja, ist eben was. Ja, wir müssten eigentlich in die Schule, weil da geiler Loot ist. Hungrig! Aber ist auch unübersichtlich da, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde da gerne hin, ey. Sollten wir, glaube ich, echt einen Angriff nehmen. Rotten Orange, die esse ich doch mal direkt auf. Yeah. Meine Grafik sieht so scheiße aus. Ja. Und ich habe trotzdem nur 26 Frames, das kann ja nicht sein. Ja, kann ich später wieder hochstellen. Macht ja gar keinen Sinn. Nee. Ich muss auch gleich die Aufnahme unterbrechen, wenn das so weitergeht. Sonst haben wir nur Asynchronität. So. Ja, ich bin satt. Ja, lass mal hier hinter das Haus. Hinter das hier gegenüber. Ja. Mal dahin spurten wir eben. Ich guck mal in die Straße entlang. Ja. Okay, du spurtest direkt. Ja, bei mir bist du durch die Mauer gekriegt. Kamikaze. Das ist immer super gut. Ja, hier ist alles cool. Blue Dark Jeans. Ich bin in das Haus reingegangen übrigens. Ja, ich bin in das andere hier rein, rechts. Mhm. Ich nehme mal Duct Tape. Wuhu. Da, Duct Tapes. 12 GA Pellet Snap Loader. Portable Gasland. Ist das ein Loader? A Snap Loader for Shells Loaded with Pellets. Also irgendwie ein automatischer Reloader für eine Shotgun oder so. Portable Gas Stove. Zum Kochen, jawohl.
Aber er ist zu groß, ich werde umsortieren müssen. Und du passt das ja auch nicht. Sind das deine Fußschritte? Ich hoffe, das sind deine. Ja, ja. Fußschritte ist auch gut. Ja, wie heißt es denn? Dritte. Schritte. Das Offensichtliche zu nahe liegt. Und ich habe schon wieder die Orientierung gleich verloren. Wir waren noch gleich das Krankenhaus da vorne, genau. Alles klar. Bist schon in der Schule? Nee, nee, ich stehe hier noch bei den Häusern. Ich gehe jetzt in die Schule. Ja, korrekt, dann komme ich hinterher. Sprinte jetzt. Hier ist ein Burlap-Sack. Ich habe auch keinen Platz für Säcke. Boah, und es ruckelt, ey. Ich muss die Aufnahme abbrechen hier. Das geht ja mal gar nicht klar. Ja. Und in dem Moment, wo ich sage, wenn ich das Bild stehen lasse, habe ich 30 Frames. Alter, Alter! Du bist das da? Ja, natürlich. Stimmt, du siehst jetzt anders aus. Nee, aber das ist alles Pup mit Traller. Ja, alles klar. Ich hoffe, die Folgen kann man so hochladen und ihr seht das alles. Falls nicht, war das alles umsonst. Ich sag trotzdem Danke an den Jep und an den Watersplash. Ja. Ja. Alles klar, bis morgen Handschuhe. Und so. Ja, Handschuhe. Super. Mach's gut, ihr Nasen. Tschüss. Tschüss.